Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K24 oder wie es bei uns heißt, ECW 2K24. Wir haben alle WWE-Wrestler aus dem Spiel entfernt, haben sie mit ECW-Original-Wrestlern ersetzt und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Spiel Universal-Mode oder Universums-Modus und dann, ja, bald schon unser Pay-Per-View, noch zwei Shows von unserem Pay-Per-View, Anarchy Rules, gucken wir, was rausgeht. Und die erste Info, die wir haben, ist, dass Cactus Jack grünes Licht bekommen hat von den Ärzten, das heißt, er kann bald wieder antreten, hat sich ja im Ambulance-Match gegen Terry Funk schwer verletzt gehabt, war jetzt einige Wochen draußen, also war, glaube ich, seit Anfang April draußen, deswegen wird er bald zurückkehren. Und jetzt, ja, los geht's, schauen wir mal, was heute auf der Karte steht. Und dann nochmal zur Info, wir greifen hier nirgends ein, wir lassen es alles so ausspielen, wie es sich ergibt. Wir wählen mal wahllos einen von beiden oder einen von den Teilnehmern im Match und gucken natürlich, dass wir gewinnen. Das ist das Einzige, was wir hier eingreifen. Die Matches heute haben wir Sabu gegen Shane Douglas, dann haben wir die Eliminators gegen Mustafa Said und Steve Richards. Ich habe keine Ahnung, wo New Jack abgeblieben ist. Das endlose Duell Raven gegen Tommy Dreamer für die nächste Runde. Ein Special Guest Referee Rob Van Dam gegen Cherry Lynn. Da gab es ja jetzt schon vor kurzem ein Number One Contender Match. Jetzt haben wir einen Special Guest Referee mit Rey Mysterio noch mit dabei. Und im Main Event, Lita trifft hier auf Dom Marie. Und Chaz, Dom Maria, in der letzten Folge Special Referee in diesem Match gewesen. Es hat auch am Schluss dann entscheidend eingegriffen. Jetzt hat sich somit ja, eine Titelchance erschlichen und versucht hier heute der Chaz den Titel abzunehmen. Los geht's, viel Spaß dabei, Leute. Und steigen wir direkt ein ins erste Match. Sabu gegen Shane Douglas. In der letzten Folge hat ja Sabu vor seinem Match Terry Funk hinterrücks attackiert. Gucken, ob da noch irgendwas zurückkommt. Ob das Match ganz normal stattfinden kann. Gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Mir macht das mega Bock. Gut, ich habe auch gute Wrestling-Ahnung, behaupte ich mal zumindest. Also ich kann ein paar Hintergrundstories gerade aus der damaligen ECW noch gut erzählen. Das wird auch in mein Hirn immer so reingefurzt, wird mehr oder weniger. Da mal gerne schreiben, ob ihr da Interesse habt, dass wir das Ganze häufiger machen, dass wir es wirklich auch mal live streamen. Ich habe neulich mal live gestreamt, das war wirklich spontan. Gerne mal die Infos. Ja, Sabu kommt zum Ring. Und danach kommt der Franchise, Shane Douglas. And here he comes. Eigentlich noch Francine mit reinbringen. Die ist zwar im Spiel dabei, aber nur als Wrestlerin. Auch gerne nochmal zuschreiben, wen ihr noch sehen möchtet. Meine, klar, es gibt einige Leute noch. Bigelow können wir mit reinbringen, Chris Candido, Terry Lynch können wir mit reinbringen. Auch Tammy Lynn Sitch, wie sie heißt. Also da ein paar Optionen hätten wir schon auch. Also da gerne mal schreiben. Und ich sage mal, in 53 Wrestling, wir haben bei weit noch nicht alle gesehen. Gerade eben vorhin noch gesehen, dass hier Cactus Jack früher oder später zurückkehrt. Also nicht besonders Matcharten. Klar, wir haben ja Möglichkeiten, ein Ambulance-Match, aber es muss hier dann geben. Also, wie gesagt, ich forciere hier nichts. Ich habe auch nicht eingestellt, dass irgendwas außen vor bleibt. Also, was passiert, passiert. Und die großen Matches haben wir natürlich dann auch die Pay-Per-Views dementsprechend. Chinbreaker hier von Sabu, erste Aktion von Sabu. Auch ein Match hier ganz normal 1 gegen 1, also keine Sonderregeln. Das Einzige wäre nochmal die Schwierigkeitsstufe noch ein bisschen höher schraubt. Also normal, wenn ich normal spiele, ja, ein Tick up schwerer, da ist es halt einfach nur für die Folgen, da kann ich es ein bisschen besser bestimmen. Die Idee dahinter. Das war jetzt, glaube ich, alles komplett aus dem Ruder. Selbst so haben wir schon gesehen, der Titel hat gewechselt. Wir haben schon zwei Titelwechsel gehabt jetzt. Und ja, heute noch ein weiteres Champion-Match auf der Card. Bei den Damen, wo man auch nicht weiß, was genau passiert. So, harter Whipping vom Franchise. Ja, das oberste Seil geht, eigentlich nicht die Heimat vom Franchise. Elbow Drop, es kann irgendwie kann jeder nur einen Elbow Drop. Aber Versuch, nicht mal bis zwei. Bis Drop. Ja, Cole, aber at this point in the match, you still haven't lost the edge.
Roger für Suplex. Sabu hier ist schon am Straucheln. Hier verhöhnt hier der Shane Douglas. Sabu, eine schallende Ohrfeige. Ich sehe einige Wrestler noch gar nicht sehen. Mikey Ripback, wir haben noch keinen Mikey Ripback gesehen. Auch der ist hier bei uns mit dabei. Sally Graziano haben wir noch nicht gesehen. Man wirklich versucht, das so originalgetreu zu gestalten. Spike Dudley fehlt noch. Auch noch nicht gesehen worden hier. Triple Suplex von Shane Douglas. Schöner Coverversuch. Wo ist eigentlich schon wirklich platt? Und dann lässt hier Shane Douglas, lässt hier Sabu raus. Erhöhen die ihn ja noch weiter damit. Snap Suplex. Belly to Belly. Das müsste gewesen sein. 1, 2 und wieder Kickside. Diesmal Kickside wird von selber aus. Shane Douglas konnte ich auch nie einordnen, ob der als Heel oder als Face antritt. Das war immer so schwierig, den genau einzuordnen. Jetzt wird noch ein Heel-Lift aus, so schaut's aus. Nächster Cover-Versuch. Und diesmal kommt Sabu nicht mehr vor 3 raus. Shane Douglas siegt hier. Das ist ein Opener. Unterbrechen wir oder lassen wir es laufen? Wir lassen es laufen. Dann hätten jetzt eigentlich die Eliminators auf die Combo Mustafa Said und Steve Richards treffen sollen, aber da gab es ja Uneinigkeiten vor dem Match. Das heißt, beide haben den Ring nicht betreten. Das stattdessen kamen die Dudley Boys jetzt raus. Ganz komisch. So, wir sehen jetzt anscheinend ein Match Dudley Boys gegen die Eliminators. Haben wir auch schon ein paar Mal gehabt jetzt. Jetzt müssen wir erstmal wählen, wen wir überhaupt nehmen. Wir nehmen mal Perry Saturn. Okay. Ja, warum nicht, ne? Und auch da ist noch einiges offen. Ref setzt uns aus. Also Imprompto-Match jetzt hier mehr oder weniger Eliminators gegen die Dudleys. Wenn es um Titel geht, kann ich gar nicht sagen, ich weiß gar nicht. Ich sag, wir kamen die Kombo Steve Richards und Mustafa Said eh schon komisch vor. Aber war wohl auch nicht geplant, dass die beiden ja wirklich zusammen antreten. Und dem her haben wir jetzt eine Weiterführung der Fehde. Jetzt gegen Eliminators. Double Team Move. Attack. So Perry Saturn, der auch noch wenig spielt eigentlich. Eine Total Elimination machen? Nee. Ist ein Strauchel etwas? Endet hier gegen seinen eigenen Partner. Ein bisschen Uneinigkeit hier bei den beiden. Etwas komisch aus. Die Uneinigkeiten bei den Eliminators. Oh.
Lash von Saturn. Zu früh. Ross möchte wechseln, aber Saturn ignoriert ihn. Jetzt hat er wechselt zu Kronos. Spear von Barbaric Dudley. So der Pile Driver. Oh, Dillon greift ein. Eliminators. Der Kimia im Eck. Aber Ray Dudley. So, ich möchte wechseln. Ja, ganz einig sind sich die beiden anscheinend nicht. Wechselt zwar doch miteinander. Steuern. Sharp elbows to the body, looking to fight his way out. Sie müssen beide hier dringend wechseln. Rippen. Big Boot. Ist das ein Dead Valley Driver oder Rings of Saturn? Was haben wir denn? Oh, gekontert. Aber Dante möchte natürlich jetzt sofort wechseln. Das war natürlich Saturn genauso. Wieder Tag zu John Cronus. Jetzt die Bubble Ray Dudley aufs oberste Seil setzt. Und hier mit dem Elbow Drop nach draußen springt. Power Slam. Und Double Alexander Low. Wechsel zu Saturn. Und der 3-Count, die Eliminators gewinnen hier dieses Impromptu-Match gegen die Dudleys. Trotzdem leichte Unstimmigkeiten bei den Eliminators zu spüren. Wenn man jetzt hier wieder zusammen feiert, ja, wenn wir beobachten, wie das Ganze noch weiterläuft. Ja, wie in jeder Episode, auch hier Raven gegen Tommy Dreamer. Also die Fehde muss es beim Pay-Per-View 100% mal enden, weil sonst, sonst sind wir hier ewig beschäftigt. Aber gut, hat sich auch wirklich über Jahre gezogen damals. Raven ist schon im Ring. Ich glaube, auch hier könnte es wieder sein, dass es kein reguläres Match wird, sondern wieder
durch die Queue, durch Auszählen. Oh, der Ref ringt hier das Match wirklich schon außer vom Ring an, aber sie hat auch eingesehen, dass es keinen Sinn macht, hier länger zu warten. Die beiden wollen loslegen. Also jedes Match Raven gegen Tommy Dreamer hat irgendwie angefangen mit einer Attacke von Raven, sei es von außerhalb, vor dem Match, beim Einzug. So auch hier. So natürlich jetzt mal in jedem Match auch schnell die Oberhand gehabt. Ich will nochmal wehren. Jetzt geht's zum ersten Mal für beide in den Ring rein. Fragt sich nur, wie lange. Das ist Clothesline von Raven. Ich glaube, jedes Match hat mit einem Even Flow DDT geendet. Dann schickt Tommy Dreamer wieder nach außerhalb. Geht selbst hinterher. He's heading to the floor, but he can't take his time. Oh, that hurt! Strong forearm. Ooh, merciless looking blow. Oh, man. Paying it right back with a reversal. Und immer mehr am Reagieren statt am Agieren. Oh, so ein Aufseil. Chief Ravens ist bis auf 7 wieder raus. Man soll doch jetzt bei 8 zurück in den Ring kommen. Eric und wieder Low Block. Das haben wir in jedem Match gesehen. Der Ref jedes Mal, ohne wirklich hinzugucken. Okay. Ich habe für den Even Flow DDT jetzt am Ref. Also irgendwann müssen diesen ganzen Regelbrüchen mal ein Riegel vorgeschoben werden. Man, klar, man kann viel machen, aber irgendwann ist dann auch das Maß voll. Der harte Whip-In von Raven nach draußen. Moves outside. What's the plan here? Und da geht es mit Tommy Dreamer Richtung Entrance Ramp. Das ist kein Match ohne Auszählen. Also das Schiri zählt hier erbarmungslos weiter. Das Match muss in einem Käfig mal enden. Da, Käfig ohne Regeln, wirklich, oder Last Man Standing ohne Regeln, irgend sowas. Weil sonst oh, schöner Dive von Tommy Dreamer durch die Seite nach draußen. Schubst Raven Dreamer Richtung Ref. Das ist ein DDT. Gekontert. Und Raven Simon hat mit dem DDT, Even Flow DDT. Ich glaube, das lang. 1, 2. Und diesmal kommt Tommy Dreamer tatsächlich nochmal raus. Dann schiebt es natürlich auf den Ringrichter. Sagt, du hast so langsam gezählt. High Cross Body. Von Dreamer taucht ab, taucht nochmal ab.
Und der Konter von Raven. Jetzt läuft der Ref das Match ab. Und damit wieder mal kontroverses Ende hier in der Fehde. Tommy Dreamer gegen Raven. Ich sag, irgendwann muss es mal zu Ende gehen. Genau, wie hier auch steht, die Ringrichter werden alle Hände voll zu tun haben, wenn es noch schlimmer wird. Jetzt schaut es gerade jeden Moment aus. Bevor es in den Main Event geht, steht noch ein Special Guest Referee Match an. Jerry Lynn gegen Rob Van Dam. Special Referee ist Rey Mysterio. Schauen wir, was hier passiert. Wir spielen wieder den Special Guest Referee. Wir sind auch da wirklich jetzt neutral, also mir ist eigentlich egal, wer gewinnt. Hallo, ich bin Havoc-Maske von also 97 von Rey Mysterio hier und Special Guest Referee Shirt. Ist ein bisschen neutral hier. Wenn den Pin oder die Aufgabe eher im Ring zählen. Mal zum Springen. Aber hier kein Champion mehr. Und wir bleiben hier komplett außen vor. Deine Fast Pins. Ein bisschen Showboarding dazu. He knows he's supposed to be calling this match, right? When you have the skill, you flaunt it and you make it hurt too. And it was an even count. Great job by the ref. And pay attention to the referee's excellent. Und beide die gleiche Idee. This should be used at the performance center. Dropping the early cover. Not too soon. No, he kicks out at two. Sehr inkonstante Bounce. Nicht gehen. Der Cover. Spear von Jerry Lynn hier. Harter Punch. RVD has to trust his instincts at this point. Kill the World Backbreaker von Jerry Lynn. This guy's gotta be kidding me. Sure, it's all about you. You're not right. Here's a cover. Ein Roller. Oh, he kicked out. The referee respecting his job. Ja, könnte ein bisschen schnell gewesen sein. That officiating is almost too good. In fact, I'd say it's suspicious. Halten für Disqualifikation, warum? Was hat er denn gemacht? Annehmbar. Jerry Lynn und Rey Mysterio sind jetzt Verbündete. Okay. Keine Ahnung, warum das Match jetzt hier durch diese Qualifikation endet. Wir werden es nie erfahren, aber steigen wir dann in den Main Event ein. Jazz verteidigt den Titel gegen Lita und gegen Dom Marie. In einem Extreme Rules Triple Threat Match. Ich habe ja vorhin Dawn Marie Shaw als Special Ref gespielt, deswegen bleibe ich auch mal dabei und spiele hier auch als Wrestler. Nita ist immer noch NXT Champion. Das soll man echt mal dringend ändern, aber das sage ich schon seit 3 Folgen. Ja, Main Event, danach haben wir noch die ECW und TNT Show. Und danach der Pay-Per-View und nächste Folge dann der große Pay-Per-View Anarchy Rules, wo es dann hoffentlich dann mal ein Ende kommt zwischen Raven und Tommy Dreamer. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn es noch weitergeht. Hat sich, wie gesagt, früher über Jahre gezogen. Ich will ja erstmal flüchten, muss sich das oberste Seil verabschieden. Ich bin ringerisch klar den anderen beiden Damen unterlegen. Or you could say this match reveals a superstar's true colors, Saxton. That's far more likely. Ooh, that hurt right to the kidney. Ich habe mal mehr als Valet gesehen als wirklich als Wrestlerin, aber hatte auch den einen oder anderen Fight bestritten damals. Und sogar noch
nach der WWE-Übernahme. She's firing up, no doubt about it. Strong right forearm. Simple, but dieser Jazz muss ja aufpassen, dass er da nicht verpasst, wenn einer der anderen beiden Damen sich gegenseitig pinnt. This is gonna be ugly, no doubt about it. Slingshot hier aus mittlerer Seil von Vita. Also Drop von Domery über Lita hinweg. Aber Versuch 1. Oh, Lita. Passt hier auf. Es wäre schon was, wenn Domery nach ihren Eingreifen im Special Referee Match der letzten Folge sich hier den Titel holt. Lita holt eine Leiter raus, so viel wie erlaubt. Also ist ein Extreme Rules Match. Muss allerdings jetzt selber hart auf die Leiter fallen. Weapon von Jazz. Die Leiter doch ein bisschen im Weg. Jetzt Double Team Aktion. Oh, doch will der DDT von Jazz und Vita hier an Don Marie. Jetzt haben wir die Leiter positioniert. Ich weiß nicht, was sie hier genau vorhat. Die Leiter nach oben. Wird von Jazz nach draußen geworfen. Aber die ist nicht unterzukriegen. Und zieht hier den Singapore Kane quer über beide. Der Move. Und tatsächlich gewinnt ihr Jazz durch Aufgabe. Ich habe es nicht so schnell schalten können. Und behält so ihren Titel. Kam jetzt aus dem Nichts. Damit unsere letzte Show vor dem großen Pay-Per-View. Wir haben einmal die Eliminators gegen TBWO. Jericho gegen Douglas für die nächste Runde. Und wieder mal ein Tag-Team-Titel-Match. Die Gangsters gegen die Dudley Boys hier in einem Tornado Tag. Das ist unser Main Event. Also hier schauen wir mal, wir spielen zumindest mal die BWO. Hollywood Nova und Big Stevie Cool. Und dann nehmen wir natürlich Hollywood Nova. Den Einlauf von der BWO zumindest mal sehen. Weil ich den, glaube ich, immer halt angepasst habe. Gut, der ist auch nicht angepasst. This is gonna be good. And their opponents. Tag Team Entrances anpassen, das ist so schwierig. War natürlich auch hier klar, die Eliminator ist der Favorit. Stevie Cool kann sich gut wehren. Und Nova hängt schon in der Ringecke. Der ein oder andere kennt ihn noch als Simon Dean. Als Experte. Damals kurzweilig in der WWE. Oh, Stunner. Aber so, was hat er gleich dazwischen? Step up in Sugiri. Measured up and big for him. And there was some force on that move. Still, he thinks he has it.
Und ist schon am Bluten hier. Das ist wirklich schnell. Ich habe nicht gedacht, dass die BWO ja so mithalten kann. Auch da schade, dass bei so einem Trio Stable, wo ja noch der Blue Mini mit dabei ist, und der Blue Guy, dass da nicht noch der dritte zumindest mit in den Ring kommt. Genau das oberste Seil. Box Splash. Das ist schon der Discus Punch von Saturn. Oh, you can tell he's feeling it now. This fight is pumping him up. Uh-oh. Da dachte Oliver Nova, dass Kronos länger liegen bleibt. Da schnell auf die Beine. A ringside doctor's on hand if needed. Beide Eliminators draußen mit Oliver Nova zugange. Hier nach besten Kräften wert. Seven ins Gitter schickt. Halt the Cross, wie auch immer der Move damals von dem hieß. Hier auch kein Auszählen möglich. Disqualifikation ist aber an. Als Entscheidung muss im Ring fallen. Schade, dass der Tisch draußen nur Deko ist. Bulldog, Kronos an. Und wird Nova erstmal nach draußen muss. Absolutely no telling what's underneath the ring tonight. He's getting a huge boost right now from all those chants and cheers. Uh-oh, he's searching for something. Looks like he's ready to knock things out of the park here. So, ich versuche, was in den Ring zu schmeißen. Erfolglos. Kick. Dropkick. Does he get it here? He keeps his team in the match. Versuch wieder unterbrochen von Saturn. Jetzt eine Total Elimination, wäre so geil, aber gibt's hier leider nicht. Aber Big Stevie Crew. He's still got life in this matchup. Big impact off the leg drop. Mit seiner Zeit. Stomping away. Oh my god. We're undoubtedly nearing the end. And this is all not looking good. He just won't. Die nächsten End euch zu viele. Beide mit der BWO nach draußen. So, dann springt nach außen. Oliver Nova fängt ihn ab mit einem Power Slam. Und hängt auch in ziemlich im Seil. Dann steht die Entscheidung rein. Der ganze Cross gegen Saturn. Geht auch bei 2. Der Clothesline von Saturn. Und Dead Belly Driver. Und damit auch mit Mühen
erledigen hier die Eliminators. Pflichtaufgabe. Meine doch. Jericho gegen Douglas mal wieder per Zufallssimulator. Und Chris Jericho. Und dann haben wir noch den Main Event um die Tag Team Titles. Die Gangsters gegen die Dudley Boys. Wenige Tage vor dem Pay-Per-View. Los geht's. Einzug mal aus. Starten wir mit dem Main Event und dem letzten Match vor Anarchy Rules um die ECW Tag Team Titles. Tornado Tag Match. Dudleys, die amtierenden Champions gegen die Gangsters. Wir nehmen hier mal New Jack. Ist mutig vom GM hier vor dem Paper noch so ein Match anzusetzen. Wird auch die Karte so gespickt voll, dass das Match aber gar nicht mehr auf die Karte gepasst hat. Und es allerdings bei so einer Hausshow ausgetragen wird, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall beides würdige Titelträger. Er trifft Steven seinen eigenen Tag Team Partner. DDT und Baba an New Jack. Der jetzt gegen beide Dudleys wehren muss. Na, New Jack erstmal out of order. Okay, das ist kein Match, wo ihr Stuhl und Tisch zum Einsatz kommen können. Deswegen entfernt der Ref auch direkt den Klappstuhl wieder. Beim Move. Schade, dass der Tisch hier nur so schau ist. The challengers rocked and the championship looked to take advantage. Ja, schau mich dumm aus. He eludes the contact. Did you hear the impact? That's absolute power with a vertical suplex. The challenger eating up some damage. Yeah, that's the kind of offense that opens people's eyes to Bubba Ray. Kick to the gut. Neckbreaker von Bubba Ray. Und tritt hier Devon auf den Arm von, auf die Hand von New Jack. Und wieder auf, beziehungsweise durch den imaginären Tisch hier. Aber Kata. Gerade noch von New Jack dazwischen unterbindet den Pinversuch von Bubba Ray Dudley. Das ist schon die erfolgreiche Titelverteidigung gewesen. Ich habe den Schlagring ausgepackt, deswegen ist das Match jetzt hier abgeläutet worden. Und damit die Dudleys nicht nur Sieger, sondern auch behalten ihren Titel. Schade eigentlich. Hat der Ref aufgepasst und gesehen, dass ich in die Tasche gegriffen habe und einen Schlagring rausgeholt habe, von dem her, ja, hier Titel bleibt bei den Dudleys und damit letzte Veranstaltung vor Anarchy Rules. Unser Pay-View, den machen wir in der nächsten Episode im Kompletten. Vielen Dank fürs Einschalten und zum nächsten Mal, wenn wir denken, sauber bleiben, so schaut's aus. Ciao.
said plans. Only thing I did was dig out the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and then work on my craft. I need inspiration, don't need no validation. No more medication, just try some meditating. I don't need you to.